Ja, hallo liebe Kopterfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Da bin ich einmal wieder mit etwas Neuem und zwar einem neuen Kopter. Ihr seht es schon, heute geht es um den Hubsan. Ganz genau geht es um den Hubsan Sino. Den habe ich mir gekauft, allerdings in diesem Falle nicht komplett neu gekauft, sondern den habe ich von einem Piloten abgekauft, der den als defekt deklariert hat. Und zwar soll dieser Hubsan Sino in diesem Paket einen Toilet Bowl haben, immer mal wieder, und eine sehr schlechte Kamera. Also das Bildmaterial soll nicht so besonders gut sein. Und ja, ich schaue mir das aber trotzdem einmal an, ob dem so ist und ob das stimmt oder ob man da noch sogar etwas machen kann, das verbessern kann oder sogar austauschen muss, kann, weiß ich noch nicht. Wir schauen auf jeden Fall einmal rein, was hier ja, in dieser Packung alles drin ist. So, wer sich jetzt fragt, warum das Smartphone da hinten liegt, das brauche ich nachher, um ja, das Ganze miteinander zu verbinden. Das gehe ich aber nur mal kurz drauf ein. Wir schauen uns zunächst einmal an, was mir hier alles mitgeliefert worden ist. Das ist in diesem Falle aber kein Standardpaket, sondern das ist von dem Vorbesitzer quasi ja, mehr oder weniger zusammengestellt worden. Und das alles, was ihr hier drin seht, ist also das, was ich in diesem Fall geliefert bekommen habe. Wir haben hier einmal eine Kurzanleitung. Ihr seht, die ist in verschiedenen Sprachen, Englisch, Deutsch und noch ein paar andere. Da stehen ein paar Kleinigkeiten drin. Die kann man sich auch einmal herunterladen. Das sollte man sich natürlich auch einmal durchlesen. Dann haben wir hier ein paar Ersatzpropeller inklusive Schrauben. Seht ihr hier? Dann gibt es hier so eine Adapter. Diese Adapter sind, wenn ich das richtig ja, mitbekommen habe, nachbestellt bzw. zusätzlich bestellt. Denn ja, bei diesem Ladegerät ist es ja, ist ein ganz besonderes Ladegerät. Ihr seht das schon. Hier wird über die ja, Balancer-Anschlüsse geladen. Und der Kollege, der hat sich wahrscheinlich hier schon mehrere Akkus gekauft. Ja, und dafür auch diese Adapter dabei. Dann haben wir hier einmal den Sino selbst. Der Sino ist, wie ihr das hier seht, einmal ein Faltcopter. Wir gehen gleich mal etwas genauer darauf ein, wie das Ganze dann aussieht. Dazu natürlich eine Funkfernsteuerung. Diese Funkfernsteuerung, die hat hier zwei Antennen, vermutlich mal für zwei Frequenzbänder, 2,4 und 5,8. Dann einige Tasten, schauen wir uns gleich nochmal an. Und hier einen Einschub für das Smartphone, hatte ich gerade erwähnt, brauchen wir ja auch gleich. Dann gibt es für mich hier noch einen zweiten Akku. Der ist standardmäßig auch nicht dabei. Ihr seht hier einmal eins. Im Hubsan selbst ist Nummer 2. So. Das hier dürfen wir nicht vergessen. Ein Kabel. Dieses Kabel benötigen wir, um die Fernsteuerung mit dem Smartphone zu verbinden. Und dann gibt es hier noch ein klein wenig Kabellage. Schauen wir uns gleich noch an. Und in diesem Falle ist hier ja, einiges dazu, was im Standardpaket dabei ist. Das hier zum Beispiel, das ist das Ladegerät, was wir hier dann ja, quasi anschließen, damit man die Akkus laden kann. Dann seht ihr hier einen Stecker zum Laden für Sino-Akkus. Ihr seht schon hier, die haben einen normalen Anschluss. Also die kann man in ein normales Ladegerät stecken und via der Balancer-Anschlüsse dann entsprechend auch laden. Was haben wir noch dabei? Einen kleinen Schraubendreher. Der wird natürlich benötigt, um die Propeller dann hier auszutauschen, falls man die braucht. Dann gibt es hier noch ein paar ja, Abstandshalter, um den Sino etwas höher zu stellen, werde ich wahrscheinlich nicht nutzen. Dann gibt es noch ein USB auf Micro-USB-Kabel. Das ist dann dafür da, um zum Beispiel die Fernsteuerung zu laden bzw. den Hubsan Sino an den PC anzuschließen und da eventuell Firmware-Updates drauf zu spielen oder die Daten, die hier ja, gespeichert werden, Foto, Video, dann entsprechend auch herunter zu laden. Ja, und dann gibt es noch diese Verbinderkabel, drei Stück
sind es ganz konkret, also eine Seite kommt dann immer TX, ihr seht das hier, das kommt in die Fernsteuerung rein, TX, ja, Micro-USB kommt in die Fernsteuerung und auf der anderen Seite haben wir einmal Micro-USB, einmal Lightning von iPhone und ein USB Typ C ja, Kabel. Die kann ich dann quasi nutzen, um das Ganze ja mit dem Controller zu verbinden, ja, um das Ganze dann entsprechend auch zu fliegen. Ich selbst habe hier einen USB Typ C Anschluss bei meinem Smartphone, also brauche ich den. Die anderen kommen erstmal weg. Ja, die Abstandshalter tue ich auch mal weg. Die hat der Kollege sich hier ausgedruckt. Steht auch drauf. Sino hier. Und die könnte ich dann einfach mal dran montieren. Brauche ich aber erstmal nicht. Ja, laden. Die lade ich momentan über das normale Ladegerät. Ja, das brauche ich auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das tun wir alles erstmal wieder wegräumen. Ja, und dann schauen wir uns den Sino und die Fernsteuerung einmal etwas genauer an. Ja, ich fange einfach mal mit dem Akku an. Das ist der Akku des Sino. Ihr seht schon, das ist kein intelligenter Akku. Der hat keine Anzeige und keine automatische Entladeeinheit, um den, wenn er da steht oder liegt, einfach zu entladen. Aber wir sehen hier sehr schön, dass es sich um einen Lithium-Polymer-Akku handelt mit 3000 mAh. In dem Fall ist es ein 3S-Akku und hat 8C maximale Entladeleistung. Ja, da müssen wir mal schauen, wie viel der Sino jetzt selbst hat. Wahrscheinlich wird er unter 8C haben, aber das reicht in dem Fall, denke ich mal, für den kleinen Sino aus. Ich müsste schauen, was der Mentis hat an eine Entladeleistung. Da kann man das etwas vergleichen. Der Akku für den Sino wird hinten einmal eingeschoben. Ihr seht das hier, zeige ich euch gleich. Weiter geht's mit dem Kopter. Ihr seht, es ist ein faltbarer Kopter mit, in diesem Falle, ja, mit diesen Faltpropellern gleichzeitig. Unten sehen wir, da gibt es keine Bodensensorik. Hier unten gibt es noch einen kleinen Schutz für die Kamera, den nehme ich auch gleich einmal ab. Und man kann hier oder muss hier in diesem Falle die Arme entsprechend ausklappen. Das seht ihr hier, die klappen wir einfach so zur Seite. Das fühlt sich meiner Meinung nach etwas komisch an beim Auseinanderklappen. So als ob man ja irgendwie einen größeren Widerstand hat. Gefällt mir jetzt nicht ganz so schön. Das muss ich gestehen, ist vom Mentis oder Mavic etwas schöner gemacht, gelöst. So, was haben wir noch? Hier haben wir den angesprochenen Micro-USB-Anschluss, um den an den PC anzuschließen. Eine Micro-SD-Karte ist ebenfalls mit dabei. Und ja, hier oben haben wir noch den kleinen Einschaltknopf, der leuchtet dann auch, wenn man einschaltet. Und vorn dran haben wir den Kamera- und Gimbal-Schutz, den kann man hier entfernen. Das, was hier vorne drauf ist, ist ein 3D-Druck, damit man es nicht vergisst, kann schon mal passieren. Und in diesem Falle handelt es sich um einen Dreiachs-Gimbal, der ist hier quasi federgelagert, der gleicht hier diese Richtung aus, der lässt sich nach unten neigen und man hat dann die Möglichkeit, die Kamera entsprechend zu steuern. Soweit, so gut. Dem Akku, den müssen wir hier hinten einmal einschieben. Dafür gibt es zwei Entriegelungsknöpfe. Einfach drücken und rausziehen. Das war's schon. Ja, ihr seht schon, hier unten ist dann ein leeres Akkufach. Und ja, so sieht es quasi aus. So gehört der Akku dann in den Sino. Ja, der Controller selbst, ihr seht das schon, ist in weiß gehalten mit schwarzen Steuersticks. Ist relativ einfach gehalten. Auch hier rechts und links zwei Steuersticks, ganz normal für das Fliegen. Es gibt einen Einschaltknopf, einen Landeknopf, einen Startknopf. Dann gibt es einen Schiebeschalter für den normalen Modus und den Sportmodus. Sportmodus ist natürlich etwas schneller. Dann gibt es hier eine kleine LED-Anzeige, die mir anzeigt, ob der Controller leer ist oder voll ist und in welchem Modus er sich zum Beispiel befindet. In dem Verbindemodus mit dem Kopter kann ich euch auch gleich noch mal grob zeigen. Und dann gibt es hier unten eine flexible Schiene, wo ich das Smartphone einklemmen kann. In dem Fall hier bei mir mein Smartphone, mit dem ich hier fliege. Zack,
kann ich das einklemmen. Hier sind halt Gummipuffer an den Seiten. Zeige ich euch auch hier. Hier, um das Smartphone sicher zu befestigen. Und dann muss es dann nur noch hier verbunden werden. Ja, hinten haben wir noch einen, das seht ihr hier sehr schön, einen Auslöseknopf für Fotos. Dann ein Drehrad zum Drehen des Gimbals und einen Rekordknopf, wenn man Videos aufnehmen möchte. So, wir schalten einfach mal den Kopter ein. Dafür müssen wir hier einfach etwas länger auf den Knopf drücken. Ihr habt die Melodie gehört. Das heißt, der Kopter, der gibt ein akustisches Signal, wenn er hier gestartet wird. Dann sucht er automatisch GPS. Ja, während der Sino einmal hier GPS sucht, kann ich mein Smartphone mit dem Controller verbinden. Dafür muss ich dieses Kabel hier anschließen und auch an mein Smartphone anschließen. Zack. Und dann kann ich ja das Ganze einmal einschalten. Achtet mal auf die LEDs. Ja. Das heißt, jetzt habe ich einmal den Controller eingeschalten und diese Folge hier bedeutet, dass jetzt eine Verbindung zum Sino aufgebaut wird. Ich muss noch einmal gerade eben entsperren. Ihr seht, jetzt hat sich das Ganze hier vom Blinken in ein Dauerleuchten geändert. Das heißt in diesem Falle, dass der Sino mit dem Controller verbunden ist. So, ich habe jetzt hier einmal entsperrt und ihr seht, dass automatisch erkannt wird, dass es sich hier um ein Hubsan-Gerät handelt und ob ich die App, die ich bereits heruntergeladen habe, hier einmal öffnen möchte. Genau das möchte ich auch. Ich öffne diese. Ihr seht, Hubsan nennt sich das Ganze. Ja, das ist weg. Macht nichts. Die habe ich hier irgendwo. Da starten wir das Ganze. Ja, hier haben wir einmal die Möglichkeit Enter Device, das heißt entweder ich verbinde das einmal oder ich habe es schon verbunden. Ich habe es schon verbunden. Wie das Ganze dann funktioniert, das zeige ich euch in einem separaten Video. Und so sieht das Ganze aus. Hier steht jetzt einmal mit dem aktuellen Gerät verbinden. Okay, dann müssen wir einen Moment warten. Dann wird hier die GPS-Genauigkeit überprüft, getestet. Das überspringe ich auch mal. Und dann befinde ich mich hier schon im ganz normalen Flugmodus, im Hubsan-App-Menü sozusagen. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, aber das machen wir in einem anderen Video. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass ich hier, wie gesagt, einen Gimbal habe, den ich steuern kann. Das habe ich jetzt etwas runtergeregelt, dass es nicht ganz so schnell geht. Das kann man hier in diesem Fall einstellen. Ja, so sieht das Ganze aus. Geflogen bin ich den natürlich auch schon. Da blende ich euch jetzt mal ein paar Bilder ein. Der Hubsano lässt sich an sich fliegen. Beim ersten Mal, muss ich gestehen, hatte ich wirklich einen Toilet Bowl. Ich muss mal schauen, ob ich das Videomaterial noch nachreiche. Aber so vom Fliegen, er bleibt halt in der Luft stehen. Er schwenkt immer so ein kleines bisschen hin und her. Er macht immer so einen kleinen Bogen, wenn ich anhalte, finde ich. Das habe ich noch nicht so richtig rausbekommen, wie das zustande kommt. Ist ein bisschen merkwürdig. Ist etwas merkwürdig, aber gut. Das ist bei Hubsan wahrscheinlich so Standard, dass der Kopter so einen kleinen Bogen zum Anhalten fliegt. Ansonsten das Rechts-Links-Fliegen ist hier an sich kein Problem. Ich fliege im Mode 2, wie immer. Und dann das Ganze einmal um die eigene Achse drehen. Auch den Gimbal kann ich nach unten neigen und wieder zurück. Und dann natürlich eine Aufnahme starten oder auch ein Foto schießen. Da blende ich euch mal was ein. Ja, das Videomaterial, was ich jetzt gerade einblende, ist das, was ich von der Karte, also von der Kamera aufgenommen habe, ohne dass ich irgendetwas bearbeitet habe. Ihr seht schon, das ist nicht so schön, das ist irgendwie sehr unscharf. Ich glaube, das ist das, was der Vorbesitzer meinte, dass die Bilder halt doof aussehen. Ja, das muss ich schauen, ob ich da noch irgendwas verändern kann, ob das einzustellen geht oder ob es wirklich an der Kamera liegt. Da muss ich, wie gesagt, nachschauen. Ich habe schon mal grob in der App geschaut. Man kann auch die Schärfe zum Beispiel in der App anpassen. Das ist hier etwas anders gelöst wie bei Mantis zum Beispiel. Da kann man die Schärfe in dem Fall so nicht verändern. Da muss ich mal schauen, ob das etwas bringt. Aber ich gehe mal
aber ich gehe mal davon aus, der Vorbesitzer wird das alles schon probiert haben, leider ohne Erfolg. Ja. Ja, ihr seht, ich habe jetzt auch einen Hubsan Sino, den ich natürlich noch ausführlich teste, obwohl ich schon ein, zwei Mal damit geflogen bin. Ja, habe ich den jetzt noch nicht grundlegend komplett ausgetestet. Das werde ich in absehbarer Zeit dann noch tun. Im RC-Drohnenforum, wer das möchte, kann dort gerne reinschauen. Wir haben eine sehr gut besuchte Hubsan-Ecke, ein sehr gutes Hubsan-Forum, wo es auch sehr viel bereits über den Hubsan Sino gibt. Wer da vielleicht noch irgendwelche Fragen hat oder vielleicht auch Wissen oder Erfahrung selber posten möchte, könnt ihr euch dann gerne im Forum anmelden und dann dort schauen bzw. eure Erfahrungen, eure Meinungen posten. Da gibt es auch einige Piloten, die den Hubsan Sino schon länger haben und die sich da wahrscheinlich auch schon etwas besser auskennen. Ja, liebe Leute, ich sage an der Stelle zunächst einmal ein Dankeschön, dass ihr auch hier wieder mit eingeschalten habt, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Da gibt es natürlich auch wieder was über Drohnen. Ich habe auch ab und zu mal noch was anderes, was Neues für euch. Das habt ihr ja mittlerweile schon bemerkt. Ich werde euch mit anderem Content auch in Zukunft weiter erfreuen, und da könnt ihr mal schauen, vielleicht ist da ja auch was mit dabei. Ich sage an der Stelle tschüss, macht's gut, schaut nochmal auf meiner Facebook-Seite vorbei oder wie gesagt auch im Forum. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!